Okay, hallo, ich bin jetzt hier mit Mütterfan. Hi. Hi. Und jetzt am Anfang stelle ich erstmal so die Frage, ganz kurz, wie lange du dich schon so mit Träumen beschäftigst? Also aktiv mit Klarträumen beschäftige ich mich erst jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren, aber eigentlich beschäftige ich mich seit meinem 4. Lebensjahr damit. Ja. Okay, und was machst du so im Moment? Also Klarträume, Traumarbeit oder so. Immer wieder daran arbeiten, unterschiedliches. Meine Fähigkeiten verbessern, neue Ziele erreichen. Ja. Meinst du jetzt in Klarträumen? Auch Trübtraum oder in Hypnagogien, dass ich das versuche gezielt zu steuern oder auch Tagtraumvarianten, das dann zu üben, theoretisch für einen Klartraum. Und gibt es da irgendwas davon, was du besonders gerne machst oder was so ein besonderes Ziel ist im Moment? Mein Dauerziel ist eigentlich die Arbeit in Überwindung von Angst. Das ist seit Jahren ein Dauerthema, zu dem ich versuche, eine möglichst friedliche bzw. eine für den Träumer freundliche Lösung zu finden, weil ich selbst von Albträumen als Kind geplagt wurde und sehr darunter gelitten habe. Also versuchst dann zum Beispiel im Klartraum den Traum zum Besseren zu wenden. Ja, durch mein Handeln. Also ich ändere nicht jetzt direkt die Traumhandlung, das tue ich nun in seltensten Fällen, wenn es nicht wirklich nicht anders geht, aber ansonsten versuche ich immer eine friedliche Lösung zu finden. Mit Worten, eigentlich nie mit Gewalt. Das klingt interessant. Würdest du sagen, dass das dein Leben irgendwie beeinflusst hat, diese Art von Erlebnissen, die du jetzt schon hattest? Ja, eindeutig. Es hat mein Leben in den letzten 1,5 Jahren sehr verändert, vor allem meinen Träumen insgesamt. Und vorher hätte ich nie gedacht, dass ich mit einer Albtraumfigur zum Beispiel gut auskommen würde. Wer hätte mir vor 1,5 Jahren gesagt, ja, du wirst mit der in einem halben Jahr sogar gut auskommen? Ich hätte denjenigen ausgelacht und gesagt, nie im Leben würde ich mit der Person gut auskommen. Aber ich habe mich selbst vom Gegenteil überzeugen können. Es ist tatsächlich möglich, wenn man nur aktiv genug daran arbeitet. Das ist cool. Und hat es auch eine Auswirkung am Tag? Also deine, weiß ich nicht, Umgang mit Menschen oder sonst irgendwas? Einfach den Alltag irgendwie? Ja, wenn jetzt das Thema, was mir Angst einflößt, am Tag irgendwo erscheint, reagiere ich nicht mehr so nervös. Früher habe ich Schweißausbrüche bekommen, ist abwechselnd heiß und kalt geworden und hab dann angefangen zu verlegen, zu kichern, um meine Angst zu überspielen. Das habe ich in der Zwischenzeit weitgehend abstellen können. Ich reagiere dann plötzlich jetzt total gelassen und es macht mir überhaupt nichts mehr aus. Also insofern hat es mein Leben schon auch tagsüber sehr verändert. Das ist ja cool. Ja. Ja, zum Schluss würde ich noch die Frage stellen, wenn jetzt andere Leute so ähnliche Ziele haben wie du, mit Albtraumfiguren zum Beispiel umgehen zu lernen, was würdest du denen raten, also so jetzt irgendwie, wenn du einen Tipp hättest? Mal eine friedliche Lösung suchen, niemals Gewalt. Niemals Gewalt gegenüber Klartraumfiguren oder allgemeinen Traumfiguren zeigen. Selbst immer höflich bleiben, egal wie schwierig es ist, auch mit Worten höflich bleiben, sonst bereut man es bitter nachher. Es kann sehr böse in die falsche Richtung losgehen. Okay, ja, dann danke ich dir für das Interview und tschüss. Tschüss.